Ein großer Sicherheitsfaktor an deutschen Flughäfen sind Pass- und Personenkontrollen. Die Bundespolizisten haben hierfür ein geschultes Auge. Sie suchen nach gefälschten Ausweisdokumenten, abgelaufenen Visa und nach Straftätern. Am Münchner Flughafen steht für die Bundespolizisten Lothar Reitmeier und Manuela Paino eine Verhaftung an. In dieser Maschine sitzt ein gesuchter Straftäter. Vom Aufenthaltsstatus hat er, ist Pass und so hat er, oder? Kriegt man das vom Captain? Der Passagier, den die Polizisten in Empfang nehmen sollen, ist ein junger Eritreer, der in Deutschland Asyl beantragt hat und nach England geflohen ist. Wie alt ist denn der? Der ist Baujahr 90. Okay. Ja, da ist ein Vollstreckungshaftbefehl offen gegenüber der Person. Der junge Mann war bereits nach England geflüchtet, als ihn ein deutsches Gericht in Abwesenheit wegen Körperverletzung verurteilt hat. Aufgrund seiner Flucht wurde dann ein Haftbefehl erlassen. Die englischen Kollegen haben den Mann jetzt nach Deutschland zurückgeschickt, weil hier sein Asylverfahren läuft. Ja, die Person ist rechtskräftig verurteilt worden wegen Körperverletzung und dafür muss er Geldstrafe bezahlen. Hat sich jetzt offensichtlich nach England abgesetzt. Die Engländer führen den jetzt wieder uns zu. Und jetzt da mal schauen, ob er die Strafe bezahlen kann. Jetzt wird's spannend. Okay, thank you. Während die anderen Passagiere das Flugzeug bereits verlassen haben, harrt der Gesuchte noch an Bord aus. Doch seiner Festnahme kann er so nicht entgehen. Sollte er sich weigern, dann werden wir ihn bitten, dass er aus dem Flieger steigt. Das ahnt dann wohl auch der junge Eritreer und verlässt nach 20 Minuten endlich das Flugzeug. Okay, hi. Hallo. Hi. Wir haben festgestellt, dass es die gesuchte Person sein muss, obwohl er in natura deutlich jünger aussieht als auf dem Papier. Tatsächlich ist der Eritreer erst 21, denn in seiner Heimat gilt ein anderer Kalender als in Deutschland. Doch strafmündig ist er in jedem Fall. Do you know about the reason why you are here? The reason why you are in Germany? German fingerprint. Kann man so sagen, ja. Gegen den Mann existiert ein nationaler Haftbefehl. Von dem wissen die Behörden in England allerdings nichts. Und auch der junge Mann weiß nicht, dass ihm in Deutschland die Verhaftung droht. 90 Tagessätze mal 10 Euro, dann in seinem Fall ohne Einkommen, ohne gar nichts. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Körperverletzung nicht ganz ohne war. Die Beamten wollen mit Hilfe einer Dolmetscherin, die ebenfalls aus Eritrea stammt, die genauen Umstände des Falls klären. Gegen sie besteht ein Vollstreckungshaftbefehl, deswegen sind sie hiermit festgenommen. Und zwar wegen Körperverletzung. Bei der Befragung ergibt sich ein anderes Bild der Tat. Es klingt, als sei der Mann nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Wie kam es denn überhaupt zu der Körperverletzung? Also es ging um ein Mädchen. Er hat gemeint, okay. Es ging eben darum, dass er hatte eine Freundin, eben die kannte er schon aus dem Camp. Und mit der war er immer telefonisch in Kontakt. Und dass sein Freund dann eben das Telefon dann gehabt hatte von ihm und ist dann einfach mal rangegangen, als er nicht da gewesen hätte. Und aus dem Grund kam dann eben der Konflikt und deswegen haben sie sich dann gestritten. Und somit kam es dann auch eben zur Ja, so ging es dann eben zum Streit und dann eben auch zur Schlägerei. Und Schlägerei heißt was? Der junge Mann erklärt, dass er ausgerastet ist, weil er sich schon länger von seinem Gegner und dessen Kumpels provoziert und bedrängt fühlte. Aus Angst vor der Rache seines Rivalen und dessen Freunden im Wohnheim und auch vor möglichen Folgen für seinen Asylantrag ist er noch vor der Verhandlung zu einer Verwandten nach England geflüchtet. Der Vollstreckungshaftbefehl liegt da und somit haben wir jetzt auch gar keine Möglichkeit, außer dass wir ihn in die JVA verbringen. Seine Familie ist irgendwo in Eritrea und da kann einem die Person schon in gewisser Weise auch leid tun. Die Bundespolizisten fühlen mit diesem Schicksal mit, müssen aber den Haftbefehl vollstrecken und den Mann sicher in die JVA bringen. Dort wird er seine Haftstrafe von 90 Tagen absitzen.
Auch für die Bundespolizisten Markus Pilz und Babette Schacher steht ein Vollstreckungshaftbefehl an. Vor wenigen Minuten ist eine Maschine gelandet, in der eine Straftäterin sitzen soll. Sie eilen zum Gate. Was geht's? Wollen Sie einmal kurz zur Seite mitkommen? Die Beamten checken die Personalien. Sie stimmen überein. Die Frau wird gesucht. Sie wohnen auch in München? Nee. Okay. Wir müssen Sie jetzt einmal mit zur Dienststelle nehmen, weil wir da was klären müssen. Okay. Ja, okay. Genau. Ja. Die Dame hat eine Straftat begangen. In dem Falle war es Körperverletzung. Aufgrund der Körperverletzung wurde sie von einem deutschen Gericht verurteilt zu einer Haftstrafe oder in dem Falle zu einer Ersatzgeldstrafe. Die Frau müsste ihre Geldstrafe in Raten abstottern. Offenbar ist etwas schiefgelaufen. Also es geht hier quasi um ein rechtskräftiges Urteil vom 20. November 2019 wegen Körperverletzung. Jeden Monat bezahlt. In diesem Monat ist es ja auch schon weg. Es geht hier um einen Gesamtbetrag von 2.486 €. Und können Sie das auch sehen, dass es bis jetzt auch mal bezahlt ist? Nein. Genau, das kann ich ja nicht sehen. Kann es sein, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr bezahlt wurde? Ja, irgendwo. Wie gesagt, falls Sie diese Zahlung irgendwann mal nicht leisten konnten, wird der Gesamtbetrag ausgeschrieben. Das heißt, für jetzt, heute hier, entweder Sie zahlen die 2.486 € hier bei uns, oder Sie werden weitergeleitet an die JVA. Im Gefängnis müsste die Verurteilte ihre Strafe 47 Tage lang absitzen. Um dem zu entgehen, muss jemand Geld für die Frau auftreiben. Ein Gespräch mit dem Staatsanwalt bringt eine leichte Entspannung. Die Frau muss hier erstmal nur noch einen Teil ihrer Strafe begleichen. Und der kommt wenige Minuten später von einem Cousin. Den Restbetrag kann die Frau im Nachhinein bezahlen. Vermutlich wieder in Raten. Das entscheidet das Gericht. Also das Geld wurde jetzt eingezahlt. Wir sind jetzt fertig. Und Ihr Cousin und Ihre Tochter sitzen auch schon vorne und nehmen sie jetzt mit. Die Beamten können die junge Frau gehen lassen und müssen Mutter und Tochter nicht trennen. Der Einsatz war erfolgreich. Einige Gates weiter haben Bundespolizisten einen Mann festgenommen, der über einen internationalen Haftbefehl gesucht wird. Die Kollegen der Einsatzzentrale brauchen die Hilfe von Manuela Paino und Patrick Stelzer. Die beiden sollen sich des Mannes annehmen. Hallo, servus, habt ihr uns getroffen? Pass auf, wir haben bei uns hinten in der Gewahrsamszelle einen Staatsangehörigen. Gegen den besteht ein internationaler Haftbefehl. Eure Aufgabe wäre, die Person zu durchsuchen, ihr den Haftbefehl bekannt geben und gegebenenfalls würde die Person danach dann noch in die Justizvollzugsanstalt einzuliefern sein. Der Mann ist soeben in München gelandet und wurde von den Kollegen bei der Einreise aufgegriffen. Zur besseren Verständigung kommt ein Dolmetscher dazu. Es folgt der klassische Ablauf für Personen, die international gesucht werden. Er ist ein Straftäter, ist straffällig geworden. Man weiß nie, was hat er im Gepäck, was hat er in den Taschen. Und um einfach eine Sicherheit für uns auch darzustellen, und generell, weil er bei uns auf der Wache zwar in der Zelle ist, aber man weiß ja nie, was mitführt. Servus, Sir. So just take a look. Von Nadel bis Messer, alles kann zur Waffe werden. Gut. Nach der Untersuchung hat sich eben festgestellt, dass er nur Klamotten bei hatte, ein bisschen was zu trinken, zu essen, aber keine gefährlichen Gegenstände, die uns jetzt in irgendeiner Art und Weise belasten könnten bzw. gefährlich werden könnten. Jetzt geht's ins Vernehmungszimmer. Dort erklären die Beamten dem Mann aus Osteuropa mit Hilfe des Dolmetschers, worum es geht. Sie sind festgenommen. Grund dafür ist ein bestehender Haftbefehl. Sie werden unverzüglich, spätestens morgen, eben dem Richter vorgeführt. Sie können jederzeit, auch schon vor der Vernehmung, einen Rechtsbeistand hinzuziehen. Haben Sie die Belehrung soweit verstanden? Ja, schon. Weiter geht es mit der Eröffnung des Haftbefehls. Der Mann soll ein Eigentumsdelikt begangen haben. Wenn man mich später befragen würde, wie es geschehen ist oder so, dann würde ich antworten, wenn ich die Sache nicht weiß. Möchte er es bei der Polizei schon machen oder erst beim Richter? Als Doris so fasch es déjà la Polizei, so als Doris so fasch es déjà la Judikatorie. La Polizei. Wo es notwendig ist, da würde ich es machen. Okay, dann werden wir dann die Vernehmung beginnen. Ich habe schon ein Interrogatorium.
Jetzt hat der Mann die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Er ist geständig. Ich gebe schon von Anfang an zu, dass ich mich für schuldig bekenne. Mhm. Für die erfahrenen Beamten keine Überraschung. Also die meisten Leute wissen ja, wenn sie Fehler gemacht haben oder explizit per Haftbefehl gesucht werden. Und sind dann eigentlich, wenn sie bei uns auf der Wache sind, auch sehr kooperativ, weil sie eben wissen, was sie erwartet und was Sache ist. Für die Bundespolizisten sind die vorläufigen Maßnahmen erst einmal abgeschlossen. Bis die beiden den Mann zu einem Richter fahren, halten sie ihn hier am Flughafen sicher in Gewahrsam.